Moss mal auf. Meine Lippen waren rissig und vom Sand ganz trocken. Dann leerte ich den Rest der Felder der Feldflasche. Dabei war ich mir nicht sicher. Mann, komm schon, ich muss auch fertig lesen. Voll das unsoziale Spiel. Naja, zumindestens herzlich willkommen zum nächsten Projekt. Ist jetzt schon das dritte. Und ich habe zwar schon zwei andere, aber dann bringe ich halt ein bisschen mehr Parts raus. Ich muss mir einfach die Zeit nehmen aufzunehmen. Und dann würde ich mal sagen, Pixeles back zum nächsten Projekt. Dong. Spielen Abenteurer. Wie gesagt, es nennt sich Spielunki. Hier kann man Charaktere auswählen. Yay, das ist der Standard. Also das ist irgendein Araber, Mädchen, keine Ahnung. Und die haben wir alle noch nicht. Die können wir noch freischalten. So, dann nehmen wir erstmal die normalen. Jump. So. Und ich habe das Spiel erst seit heute und ich habe es auch noch nicht so lange gespielt. Da seht ihr vielleicht diese kleinen Sch hier, war da. Die hier, die kleinen Striche so. Da. Die kleinen Striche. Das sind die Anzahl der Versuche. Also ich habe schon ein paar mehr. Ich habe schon 20 Versuche. Eigentlich wollte ich ja erst. Ja, eigentlich wollte ich ja sofort aufnehmen. Damit ich hier. Damit ihr nichts verpasst und damit ich auch nicht wirklich spoiler, bevor ich hier zum ersten Mal spiele. Aber sagen wir es so. Wir können ja erstmal starten. Das ist das Tutorial. Das muss man halt davor machen. Da wird ja mal das erklärt. Sagen wir es so. Oh mein Gott! Die Wände bewegen sich. Es ist hier halt so ein random generiertes kleines Labyrinth. Und ich habe mich gleich mal selbst mit dem Stein getroffen. Klasse. Es ist so ein kleines, immer random generiertes Labyrinth mit Gegnern. Und es gibt. Wir sind hier gerade in den Minen und es gibt ziemlich viele verschiedene Orte. Aber ich muss sagen, ich sag euch nicht, was das zweite Gebiet ist, aber ich bin auch erst einmal bis zum zweiten Gebiet gekommen. Und das bei 20 Versuchen. Ich weiß nicht warum, aber ich beherrsche dieses Spiel nicht. Und das hier unten, wo drauf ich stehe, sind Pfeilfallen. Da müssen wir Sachen drauf fallen lassen. Denn sonst ballern die uns ab. Und hier geht es halt darum, dass wir uns einerseits ausrüsten. Oh, bam. Da oben seht ihr auch die Leben. Also da oben links in der Ecke. Wir haben Bomben und Pfeile und Seile. Und in dem Spiel geht es halt darum, dass wir uns durch diese Mine kämpfen müssen. Und dabei Geld sammeln, weil wir sind ja eigentlich ein Schatzsucher, der auf Schatzsuche ist. Ergibt auch Sinn für einen Schatzsucher. Der ist öfters mal auf Schatzsuche. Und wir müssen halt das Ende des Tempels erreichen. Weil wir haben uns halt so eine Karte, so gesagt, haben wir eine Karte gefunden, die hierher geführt hat. Da müssen wir durchrennen, weil die fallen immer runter, wenn man unter den durchläuft. Und da seht ihr vielleicht schon, ist eine Frau. Die können wir retten und zum Ende der Ebene bringen. Dann gibt sie uns einen Kuss und wir kriegen ein Leben mehr. Halt ein Herz wegen dem Kuss und so, ja. Und zumindestens, ich hab's schon wieder gesagt, oder? Ja. Ich sag gerne zumindestens, ist mein Lieblingswort. Das ist das Wort, das ich am meisten in den Let's Plays sage. Also lasst mich. Naja. Hier kommt kein, das, was ihr alle erwartet. Oh. Die Brüste springen hoch und runter. Yay. Aber auch nur so ein bisschen. So. Und schon haben wir die zweite Ebene erreicht. Und wir müssen uns halt bis nach ganz unten kämpfen. Habe ich doch schon gesagt, aber egal. Und es gibt so viele Ebenen und so viel zu entdecken. Dann gibt es hier noch Secret. Es gibt hier noch alles Mögliche. Aber das erkläre ich, sobald wir es finden. Wir haben ja auch so ein kleines Buch.
Da können wir uns so Ort angucken hier. Dschungel ist denn. Ist, habe ich außerdem doch ziemlich gespoilert. Ist das zweite Gebiet, da war ich einmal und bin sofort gestorben. Und mehr habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist das einzige Monster. Oh, 91. Eine Schlange, eine Kobra, eine Fledermaus, eine Spinne, eine Seidenspinne, bla bla bla. Tunnelmann, die kommen alle noch. Werdet ihr noch sehen. Zumindest haben wir noch so ein kleines Buch, da schreibt er sich immer irgendwas auf, wenn was neu ist. Und wir müssen uns halt. Och. Das sind ja immer so diese fiesen Viecher, die man übersieht. Boom. Das ging mal ins Gesicht. Und der hat da was schickelt. Ein Jetpack. Dankeschön. Das ist unser Shop-Verkäufer. Dem könnten wir jetzt hier auch was klauen, machen wir aber nicht. Weil der hat eine Schrotflinte dabei. Und die tut ganz schön weh. Upp. Können wir hier so rumfliegen. Juhu, yay. Hui. Und alles so weiter. Und da drüben seht ihr schon. Ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch. Habe ich schon wieder total übersehen. Wir können zum Beispiel Seile schmeißen. Bomben können wir auch werfen, aber erstmal schärfen wir die Falle hier. So, Indiana Jones Stein. Oh. Oh, und hier ist gleich ein Opferaltar. Und. Oh. Was? Ein Affe, der Goldstückchen scheißen kann? Awesome! Ich wollte schon mal einen Affen haben, der Goldstückchen scheißen kann. Den nehmen wir mit. Das ist scheißy, Mac Scheißy. Wie süß! Ein Affe, der Goldstücken scheißt. Mensch. Und ich dachte, YouTube wäre eine gute Erfindung. Okay, also, aber als erstes müssen wir noch die Frau suchen, weil wir brauchen dringend ein paar Leben. Oh. Naja, können wir in der nächsten Ebene die Frau mitnehmen. Oh yeah. Geht der auch mal leer oder kriegen wir den jetzt für immer? Weil ihr müsst euch vorstellen, das war gerade ein legendärer Schatz, den findet man selten. Und das hier ist so gesagt Kali. Ein ziemlich, also gesagt der Gott, den man hier in der Mine anbetet. Und wir können halt, wenn wir irgendwas auf diesen Altar legen, opfern. Also was tot ist oder was Lebendes, da könnt ihr auch die Frau opfern. Und da ist der Typ, der Ladenbesitzer, der bewacht den Schatz und hat die Schrotflinte dabei, wie gesagt. Und den Affen nehmen wir natürlich mit. Nein, wir können den Affen nicht mitnehmen. Wie können sie uns das nur antun? Ich meine, ein Affe, der Goldstückchen scheißt. Warum? Und dieses Spiel ist halt auch ziemlich lustig angelegt. Also finde ich zumindest, hat einen lustigen Aspekt. Und da ist noch mehr zum Opfern. Wir opfern aber nicht. Wir sind ja nette Leute. Doch, wir opfern was. Wir opfern den Schädel hier. So. So, schön. Tot. Dann können wir hier so ein bisschen rumfliegen und töten. Und, oh, ich dachte schon, ich wäre tot. Aber wir haben es überlebt. Gut, eine Eisgun. Auch nice. Können wir Gegner einfrieren. Dann brauchen wir aber noch den Stachelschuh. Weil dann machen wir Schaden, wenn wir auf G. Oh, ich würde auch sagen, wenn wir auf Eisblöcke raufspringen. Ja. Alles zu scheißen mit Eis. Ich dachte gerade schon, wir wären durch den Mister gestorben. Und der hat unendlich Money. Dong. Und wir laufen hier schnell durch und frieren die auch sofort ein. So. Die Falle entschärfen wir auch noch. Die Eisgun. Die Eisgun lagern wir kurz sicher, weil der riesige Stein zerstört die Sachen auch. Oh. Dong, 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 dong. So. Den kann man auch verkaufen, falls es einen Shop gibt. Sind wir so nett und geben ihm das hier, bitteschön, falls man mal schnell Geld braucht. Und man kann es auch zum Ebenenende bringen, aber das bringt genauso viel Geld. Und da ist eine Pfeilfalle und ich habe Angst, dass sie
noch nicht aktiviert ist, aber puh, ich kann uns gar nichts anhaben. So. Das war ein Urzeitmensch, den kennen wir noch gar nicht. Oder ich habe ihn zumindest noch nie gesehen. So, Frau auch gerettet. Also bisher ist es eigentlich eine ziemlich gute Runde. Ist halt auch ein bisschen der Glückseffekt, wie viel Geld man hat. Und alles sowas. So, haben wir gleich ein Herzchen bekommen. So. Und weiter geht's in der Geschichte. Boom, boom. Wir müssen aber aufpassen, das Jetpack kann sehr wohl alle gehen. Und immer alles zerschießen. Ich will keine Risiken eingehen. Da könnten wir was opfern, wenn wir was hätten. Und das Gute ist, da wir jetzt unsere Kanone haben, haben wir immer irgendwas, was wir schießen können. Und boom! Hahaha. Wenn das nicht mal eine Explosion war, dann weiß ich auch nicht. Und das wäre eigentlich ein ganz schön starker Gegner gewesen. Den kann man eigentlich immer töten. Ist bloß halt schwer, wenn man eine schlechte Ausrüstung hat. Und wir können auch Bomben legen. Und da wir jetzt halt von der Spinne so eine Art Elixier bekommen haben, können wir... Nein. Nicht erwischen lassen. Können wir hier sogar... Können wir halt Bomben schießen, die kleben. Und damit nicht an Wänden runterfallen. Oder sagen wir so. Und damit anwenden. Oh ja. Toll. So. Das ist eine goldene Truhe. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Einen schicken Schlüschler Schlüssel. Dong. Und der ist da unten. Sehen Sie, seht ihr bestimmt schon. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell hin. Wir müssen aber auch vor der Fledermaus aufpassen. Und wir versuchen uns jetzt mal so gut anzustellen wie... Nein, oh, noch ein Leben, noch eins Leben. Den Schlüssel nehmen wir mal und schließen die Truhe auf. Können natürlich auch rennen, mache ich aber selten. Weil es ganz schön schnell unkontrolliert werden kann. Und hier haben wir ein Horusauge. Jetzt sehen wir Sachen zum Beispiel, die in der Wand stecken. Zum Beispiel Edelsteine oder sowas. Und da hat sich jemand aufgespießt. Das gleiche passiert auch uns, wenn wir so eine Falle betreten. Und ich würde mal sagen, holen wir uns die Frauen verschwinden. Wa? Dom, 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 dom. Hier noch. Wen holen wir uns noch? Hey, da ist eine Kamera in der Wand. Ja, eine Kamera. Die brauchen wir aber nicht, die ist schlecht. Also, keine Ahnung, ob die... Oh, das heißt, der Geist kommt. Wir gehen lieber aus der Ebene raus. Wir müssen unsere Eiskanone jetzt leider da lassen. Aber sonst ist es zu gefährlich. Und wir haben den Tunnelmann erreicht. Hallo, ich bin der Tunnelmann. Ich wollte eine Abkürzung graben. Nur leider versperrt mir eine tiefe Grube den Weg. Hast du vielleicht ein Seil für mich, damit ich sicher nach unten steigen kann? Na klar, spinnen wir das. Danke, du wirst es nicht bereuen. Wir müssen immer, ich würde sagen, dreimal in eine andere Ebene kommen. Also jede Ebene hat so gesagt vier verschiedene Unterebenen. Wir müssen immer jede Ebene, also jede Ebene komplett schaffen. Und das dreimal, damit der Tunnelmann uns einen Tunnel fertig gegraben hat. Einmal habe ich den jetzt schon erreicht. Habe ich ja gesagt, dass ich hier schon mal im Dingsbums war. In der Dschungelebene. Halt wie so ein... Wow. Ist ja nicht gefährlich, ist ja nur Wasser. Wasser. Aber es gibt Wasser, cool. Wusste ich auch noch nicht. Upp. Oh nein, den Schatz dürfen wir nicht sprengen. Oder besser sollten wir nicht sprengen. Aber ich glaube, der ist aus massivem Gold. Der lässt sich nicht so leicht sprengen. Und da drüben sind Fröschis. Fresh Fröschis. Und da ist ein gefährlicher Typ. Schon wie eine Eiskanone. Tot. Noch ein Jetpack. Krass. Nein. Naja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber zur Frau. Gucken sie erstmal an. Dann nehmen wir die Frau wieder mit. Werfen sie auf die Spinner. Ist ja auch wurscht, was wir machen. Und da drüben
ist der legendäre Dschungel-Mahiti-Mann. Und wir haben mit der Frau verfehlt. Nein! Hä? Was ist jetzt los? Naja, schade, der Wurmmann ist in den Stachel und die töten uns sofort. Falls wir zu dumm sind und... Ich komme nicht so schnell klar. So. Wir müssen uns jetzt mal beeilen. Und da hat unser Horus-Auge ausgeschlagen. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Oh. Boom! Ui, was ist mit dem Frosch los? Ja, okay. Ui. Ah, hier scheint was zu sein. Boom. Oh, was Geheimes anscheinend. Einfach mal reingehen. Dum, 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 dum. Oh, wie viel Money wir gemacht haben. Die Money-Marker. Schwarzmarkt. Menschenhandel. Ist aber auch nicht mehr ganz dicht, oder? Ja, da würde ich auch Help schreien. Oh, da gehe ich lieber nicht raus. Cool, Schwarzmarkt. Nein! Jetzt habe ich den Ladenbesitzer aus Versehen geschlagen. Was passiert? Schön, dass ihr es auch sehen konntet. Ach, verdammt. Ist Tunnelmann fertig? Nein, das ist noch das Schild oben. Enter. Wie gesagt, muss man dreimal hinkommen. Spielen wir noch eine Runde. Wow. Ach, verdammt. Das ist super viel Pech. Super viel Pech. Dabei wollte ich ihn gar nicht schlagen. Ach. Musste bloß noch in die richtige Richtung schlagen und dann ist schon gut. Dann kann aus dir was werden, etwas Großes. So wie ich. Ach, ich mag's, mich selbst zu verarschen. Madame, bitte mitkommen. Warum sitzen hier eigentlich so viele Frauen in dieser komischen Grube? Oh, und da unten ist eine kleine Kiste. So, Bombe. Bombe! So. Dann 12 Bomben, also, das hat sich gelohnt. Für eine Bombe 12 Bomben zu bekommen. Und die Ebene haben wir auch schnell hinter uns gehabt. Noch ein Küsschen von der Frau. So. Alle Chicky. Machicky, Dicky. Doch, Chicken Edelstein. Und Kapau, Stock des Todes. So. Und noch hier, Stock des Todes. Das ist so eine Universalwaffe, die tötet einfach mal alles. Und Jump. Bam. Haben wir die Spinne noch veräppelt. Das ist hier Steini. Unser bester Freund hier. Der ist nämlich nämlich unsterblich. Und der kann voll praktisch sein, indem er uns in die Fresse schlägt. Boop. So, wir machen mal was Lustiges. Oh. Eine Eiskanone. Hups, hups, hups. Oh, das wollte ich nicht. Ist mir aus der Hand gerutscht. Sagen wir einfach, er sei bei einem Arbeitsunfall gestorben. So genial einfach. Dich ja gar nicht. Dann können wir ja auch ein bisschen Amok laufen, indem wir einfach mal einen Ender töten. Aber das wird auch noch ein... Da werden wir noch gucken... Aber bei einem Jetpack lohnt sich das schon mal. Dumme Fledermaus. Bäm, Schrotflinte. Alleine schon, weil man immer die gratis Schrotflinte von ihm bekommt. Aber zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt. Ja, aus dem Schwarzmarkt. Auf dem Schwarzmarkt sollten wir uns jetzt nicht mehr blicken lassen. Und ihr werdet auch sehen, warum. Ich versuche mal reinzukommen, wenn ich es nochmal schaffe. Blub. Aber eigentlich sehen die Runden ziemlich gut aus. Oh, mir streuen sich die Haare. Und da ist zum Beispiel auch ein Händler. Da steht schon ein schönes Wanted-Schild. Hallo! Wie?
Los beim Glücksrad. Oh, nein. Jetzt wird er aggro. Aber er ist zu dumm, er ist zu dumm, er ist zu dumm. Nein, er kickt uns weg und hat unsere Schrotflinte genommen und uns damit umgebracht. Ja, wir hätten diesen... Hey, hier ist eine Bierflasche. Was können wir mit dir machen? Wir hätten den Ladenbesitzer nicht verärgern dürfen. Tja, so ist das Leben. Und ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Spielunky Rage Mode am Arsch. Ciao.